Herr Ludewig, das Problem ist, dass die Geschichte bei Ihnen immer erst im Jahre 2002 anfängt. Der eigentliche Abbau in den Krankenhäusern hat in den Jahren ab 1993 stattgefunden. Da sind Sie von 330 Millionen innerhalb von 10 Jahren runtergegangen auf 132 Millionen Euro. Das war eine Absenkung, wenn ich es richtig im Kopf habe, um fast 60% oder mehr. Könnten wir gleich am Rechenschieber nochmal ausrechnen. Und das ist ja genau das Problem der Berliner Krankenhäuser gewesen. Sie haben damals das volkswirtschaftliche Problem, die schwindenden Einnahmen der AOK, der gesetzlichen Krankenkassen, versucht betriebswirtschaftlich zu lösen, indem Sie den Krankenhäusern 400 Millionen D-Mark damals innerhalb von 2 Jahren weggenommen haben. Dadurch ist die Schieflage in den Krankenhäusern entstanden. Das war der Ausgangspunkt für die Gründung der GmbH mit dem Hintergedanken, das wissen Sie ganz genau, die Krankenhäuser schnellstmöglich abzustoßen und sie zu privatisieren. Der eigentliche Abbau an Investitionen oder an den Investitionsmöglichkeiten der Krankenhäuser hat vor Rot-Rot stattgefunden. Und es ist dann in der Tat bis 2007 ein weiterer Rückgang der Krankenhausinvestitionen erfolgt, auch Folge ihrer Schuldenpolitik. Auf Pump leben war ja ihr haushalterisches Prinzip in den Jahren. Und anschließend hat es einen entsprechenden Aufwuchs in den Krankenhäusern gegeben. Und wir waren dann letztlich 2010 wieder auf dem Stand von 2000. Dass das nicht ausreichend war, ist völlig richtig. Aber laufen Sie doch nicht durch die Lande. Die Krankenhäuser wissen das doch ganz genau, wie die Förderhistorie entstanden ist und wie mit diesen Geldern umgegangen ist. Also packen Sie sich da gefälligst an die eigene Nase. Schauen Sie einfach mal in die Zahlen. Und dann werden Sie sehen, dass der Aufwuchs, von dem der Senator jetzt immer spricht, darüber habe ich ja noch gar nicht gesprochen, die 79 Millionen, die jetzt vorgesehen sind, beinhalten ja schon die 16 Millionen Euro, die nun endlich frei werden, weil es nach vielen Jahren gelungen ist, die 519 Millionen Euro Schulden, die uns der Diebken-Senat hinterlassen hat, im Juni 2015 endlich abgezahlt zu haben. Das ist allerdings dann ziemlich dreist. Sie hinterlassen Schulden, andere zahlen die ab, dann sind sie zufällig wieder in der Regierung, rühmen sich dafür, dass die Schulden nicht mehr bezahlt werden müssen und rechnen sich dann diesen Aufwuchs auch noch in die eigene Tasche. Na, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Albers. Herr Dr. Ludewig, Sie haben jetzt die Gelegenheit zu replizieren. Bitte. Herr Dr. Albers, meine sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein bisschen Differenzierung tut der Sache gut. Danke, Herr Dr. Lederer, Ihre ja auch in ganz besonderer Art und Weise. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur Wiederwahl an dieser Stelle. Lieber Herr Dr. Albers, Sie werden eine Frage nicht los. Sie haben, auch wenn ich noch mal gleich zu den Vorwürfen aus den 90ern komme, Sie haben keine Trendumkehr gemacht, Herr Dr. Albers. Sie reden immer, Sie würden für die Krankenhäuser tun und machen und es seien immer die Leute früher wären schuld gewesen, Herr Dr. Albers. Aber wenn Sie in der Verantwortung sind, haben Sie weiter Betten abgebaut. Wenn Sie in der Verantwortung sind, haben Sie weiter weniger Investitionsmittel des Landes Berlin verfügt. Sie haben Konjunkturmittel aus dem Bund bekommen, das hat Ihnen geholfen. Aber was Sie getätigt haben, war ein Abbau der Infrastruktur für Berliner Krankenhäuser, lieber Herr Dr. Albers. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal, genau, Sie haben ja völlig recht, natürlich wurden in den 90er Jahren, wir haben gerade die Wiedervereinigung gefeiert, Betten abgebaut. Und lieber Herr Dr. Albers, es wurden auch Schulden aufgenommen. Es wurden aber, mit einem Drittel dieser Schulden wurden 2/3 über Kassen und Bund, weil damals noch 2/3 der Krankenhausinvestitionen über den Bund respektive die Kassen finanziert wurden, hat das Land Berlin 2/3 finanziert. Wir haben 3-stellige Millionenbeträge in Berliner Kliniken, insbesondere im Ostteil dieser Stadt gemacht. Wenn Sie meinen, die Kliniken in Marzahn-Hellersdorf, in Lichtenberg und woanders hätten nicht saniert werden müssen, wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, meinen das nicht. Und Sie werden die Frage nicht los. Sie haben in Ihren Jahren der Regierungsverantwortung für die Berliner Krankenhäuser nichts getan, Herr Dr. Albers.